Hallo meine kleinen Magierfreunde da draußen. Wir werden heute die mysteriöse Pharaonenschlange Crazy Nita heraufbeschwören. Los geht's! Als erstes brauchen wir eine Bananenschale. Dann brauchen wir natürlich etwas geraspelten Apfel. Kommt da überhaupt was raus? Ja! Ah, ich mach's falsch rum, ich döde. Und als letztes natürlich einen richtig hässlichen, abgestorbenen Entenfuß. Oh mein Gott, sie kommt! Leute, sie kommt! Crazy Nita ist da! Leute, wir sind endlich wieder back und damit meine ich nicht nur mich, sondern auch Crazy Nita, die mysteriöse Pharaonenschlange, a.k.a. Emily Jonah. Jingle Jump! Baby, ich muss dich jetzt mal was fragen. Was ist denn so morgens deine allerliebste Lieblingsmahlzeit? Cornflakes. Falsch. Kinder Bueno Y. Aber was ist denn jetzt so deine Lieblingsmahlzeit zum Mittag? Kinder Bueno Y. Und was zum Abendbrot? Kinder Bueno Y. Und was ist eigentlich überhaupt das Geilste auf der ganzen Welt? Kinder Bueno Y. Und deswegen, Leute, machen wir heute ein XXL Kinder Bueno Y. Bestimmt auch schon genauso gespannt wie wir auf dieses geile Kinder Bueno Wild. Denn es gibt nichts Geileres auf dieser Welt und deswegen würde ich sagen, lasst uns endlich mit dem Video beginnen! Woo! Leute, als erstes brauchen wir natürlich unser Rezept und das haben wir wie immer von unserem allerliebsten Lieblings-YouTuber. Ich koche heute. Shoutout geht raus an dich, Bruder. Wir lieben dich. Als erstes brauchen wir 1,1 Kilo weiße Schokolade. Und ich habe dummerweise Crispy Schokolade mit Flocken drin gekauft. Okay Leute, als nächstes brauchen wir 4 große Waffelblätter. Und ihr kennt die ja schon aus anderen Videos von uns, aber die waren halt gestern leider aus und ich musste eine Lösung dafür finden. Und deswegen habe ich einfach 7 Packungen von diesen russischen Keksen gekauft und die werden schon gehen. Als nächstes brauchen wir 250 Liter Milch. 250 Liter. Als nächstes brauchen wir 250 Milliliter. Milliliter! Als nächstes brauchen wir 250 Milliliter Milch. Als nächstes brauchen wir 150 Gramm gehackte und geröstete Haselnüsse, die Emmy jetzt in ihrem Bauch verstaut, denn sie ist eigentlich ein Biber. Als nächstes brauchen wir 300 Gramm Mascarpone. Ein Esslöffel Nutella. Oh mein Gott. Und unsere letzte Zutat. Und unsere letzte große Zutat heißt 2 Teelöffel. Och, wieso dreht sich das denn nicht? Och, Emmy. Unsere erste Aufgabe ist natürlich erstmal unsere Form richtig zuzubereiten, denn so ein Kinder Bueno hat ja solche kleinen Mini-Ashleys, ne? Genau. Und die Mini-Ashleys müssen wir natürlich gewährleisten, weil das hier wäre nur ein großer Ashley. Was ist eigentlich schon wieder ein Ashley, Emmy? Und jetzt machen wir dafür so kleine Mulden, die müssen wir jetzt basteln. Mir sieht aus, als würdest du die ganze Zeit Kacke vom Finger schlecken. Also hier haben wir jetzt unsere Pappdinger und die müssen wir jetzt mit Frischhaltefolie festmachen. Fest ist. Lass so raus. Emmy, warum singst du dieses blöde Lied denn jetzt die ganze Cowboy Zeit? Jetzt müssen wir das hier so reinpopeln. Komm, hol die Kacke raus. Wir spielen Kacke und Indian. Nicht, das muss drüber gehen. Wir kacken um die Wette. Wir müssen jetzt unsere Schokolade aufschmelzen. Und dafür haben wir natürlich wieder unseren Lieblingskocher hier. Darauf stelle ich jetzt den Kopf. Emmy, das Video läuft gar nicht so, wie wir das wollen. Leute, es ist viel zu heiß heute und deswegen verbrennen unsere Köpfe gerade. Dann geh doch nicht so weit. Ja, dann mach doch mal Max an und mach mal eine Frischdose frei. Hey, Emmy, guck mal, was du für eine Müllhalde hier in deiner Ecke hast. Diese scheiß riesige Verteilerdose. Emmy, riecht wie verbranntes Plastik. Was für aus deiner scheiß Müllhalde geht mir auf den Sack, Emmy. Wir haben jetzt unsere Schokolade im Bad drin und jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis sie schmilzt. Also Leute, es hat sich ein bisschen was verändert. Wir sind inzwischen draußen, denn unsere Kamera hat sich mal wieder andauernd überhitzt und ist ungefähr alle 5 Minuten ausgefallen. Deswegen haben wir einen Anfall bekommen und haben jetzt alles hier nach draußen verlagert. Dafür ist unsere Schokolade mittlerweile schon geschmolzen. Führ sie mal in meinen Mund ein. Au! Au! Ist die heiß! Schmeckt sie trotzdem? Ja. Ach toll, meine ganze Hose ist voll. Das sind 2 Tropfen. Ihr könnte auch was anderes sein. Ja. Was wir jetzt tun müssen, ist unsere ganze Schicht jetzt. Ich habe mich gerade voll angerotzt. Oh, das war ein Vogel. Okay, Leute, was wir jetzt machen müssen, ist unsere komplette Schale einpinseln mit diesem Zeug. Das war eine Wurst. Ich dachte, das ist Schokolade. Was für eine Wurst. Oh mein Gott, Emmy. Jetzt ist hier eine Bremsspur drin. Was ist das? Ich weiß es nicht. Jetzt hat jemand reingekackt. Oh, Vogelkacke. Ich will kein Kinderkack-Bueno. Ich hab so reingefasst. Wir nehmen einfach ein bisschen Spucke und machen das weg. Das ist Kacke. Nein, das ist keine Kacke. Das sieht aber aus wie Kacke. Was ist es denn dann? Es riecht aber nicht wie Kacke. Oh,
Ich will das nicht mehr. Emmy, mir reißt gleich der Geduldsfaden. Wir machen jetzt nicht nochmal eine neue Frischhaltefolie. Dann hol du sie. Ich raste aus. Warum musst du auch Kacke verschmieren? Leute, dieses Video läuft komplett aus den Fugen. Es hat schon so scheiße angefangen heute. Aber jetzt haben wir auch noch Kacke in unserer Schale drin. Und ich habe sie jetzt an meinem Finger kleben. Und sie riecht super säuerlich. Ich glaube, es ist Vogelscheiße. Ich hasse Vögel. Warum müssen die in unsere Form kacken? Aua, das ist heiß, sag mal. Wir müssen uns aber beeilen, weil wir da noch die Kekse übermachen. Jetzt brauchen wir unsere Kekse und die müssen wir jetzt klein bröseln und da so reindingsen. Okay, wir haben unsere erste Keksschicht jetzt hier drin und das heißt, wir tragen jetzt nochmal Schokolade auf und machen unsere zweite Keksschicht rein. Yay! Yeah! So, jetzt müssen wir nochmal die scheiß Kekse drauf machen. Leute, ich filme das jetzt nicht, das ist nämlich nicht interessant. Toll, ich habe keinen Bock mehr zu warten. Ich hasse Warten. Warten ist so sinnlos. Ja, vor allem warten auf eine Sache, die eh nicht funktioniert, ist noch viel sinnloser. Was kommt denn danach? Na, wieder warten. Willst du etwas Flüssigkeit, um deinen Durst zu löschen? Emmy, wieso sagst du denn nicht? Naja, Feuchtigkeit im Schritt ist gesund. So, jetzt weg das Ding hier. Oh mein Gott, scheiße, scheiße. Oh Mann, Emmy, es geht heute gar nicht. Backvideos sind so schon chaotisch genug, aber was ist denn das? Ich bin mit meinem Nerven kurz vorm Zusammenbruch. Ich mein's ernst, Emmy. Ich raste hier gleich aus. Mama rastet aus, wenn wir das da jetzt lassen. Naja, aber die rastet so oder so aus, also egal. Leute, wir haben es endlich geschafft. Diese Scheiße ist jetzt fertig eingepinselt und das hauen wir jetzt in die Tiefkühltruhe, als gäbe es keinen Morgen. Willst du mal bei mir? In die Nase, Emmy, in die Nase. Oh, hast du gesehen, was da rauskam? Boah, das war eine ordentliche Ladung. Du kleines Rindvieh! Bescheuert! Ja, hast du mich mal angeguckt? Emmy, lass die Flasche in Ruhe. Die hat es nicht verdient, sie so zu behandeln. Du Schaf, oder was? Das ist alles hier rein. Ja, toll. Ich hasse dich. Weißt du, als könnte es nicht noch schlimmer werden, ist jetzt auch noch getränkt mit Wasser. Oh, darauf jetzt erstmal einen Schluck Wasser. Als ob es nicht reicht, dass meine Scheide nass ist. Hallo, weißt du, was jetzt bei mir alles nass ist? So, Leute, wir kommen zu unserem nächsten Schritt. Und zwar kommen wir jetzt endlich zur Füllung. Für die Haselnusscreme 250 ml Milch in einen Topf gießen und erhitzen. Na, das kriegen wir hin. Leute, um das nochmal klarzustellen übrigens, ne, wir drehen wirklich 1:1 dasselbe Video wie bei dem Kinder-Happy Hippo und wir haben es einfach nicht gemerkt, es tut uns leid. Aber das Lustige daran ist, wir können es noch schlechter als beim ersten Versuch. Die Milch unter gelegentlichen Rühren aufkochen und danach vom Herd ziehen. Oh, das haut richtig rein. Es hier entsteht eine Haut, ich hasse die Milchhaut, wehe, du lässt die werden. Okay, jetzt kommt die Scheiße rein. Emmy, jetzt inhalier das Zeug doch nicht. Ach so, sofort vom Herd ziehen, sofort vom Herd ziehen. Ein Esslöffel Nutella muss rein. Das sieht einfach nur aus wie richtig viel Vogelschiss. Aber das haben wir das letzte Mal nicht so gemacht, oder? Nee, vor allem haben wir nicht so ein Stückchen vom Rand vom Topf hier so drauf balanciert, damit es nicht mehr auf der Herdplatte ist. Weil wir zu faul sind, uns was zu holen, um den Topf einfach so auf den Tisch zu stellen. Oh mein Gott, Emmy! Jetzt stinkt's hier alles noch mehr nach Kot, ey! Also Leute, wir müssen jetzt die Haselnüsse hier reingeben. Boah, sieht schon satisfying aus da drin. Ja, du darfst umrühren und ich mixe. Ih, da ist so ein riesiges Haargrad drin gewesen. Na, zum Glück haben wir einen Pürierstab, dann sehen wir uns gleich wenigstens nicht mehr. Oh scheiße, unser Kabel reicht nicht, Emmy. Hältst du mal die Kabeltrommel einfach hoch? Boah, ich hab Angst. Was soll ich jetzt? Oh mein Gott, was passiert denn hier gerade? Emmy, jetzt hol ich. Ich raste aus. Emmy, das ist gefährlich. Du könntest damit jemanden töten. Halt jetzt die scheiß Kabeltrommel fest. Emmy, ich bin jetzt dran. Was ist hier eigentlich schon wieder Phase, ey? Boah, Leute, schlimmster Dreh meines Lebens einfach. Oh, ah, oh, ist das heiß. Oh, warum krieg ich immer die ganze Scheiße in die Fresse und überall hin? Ah! Ich hab keinen Bock mehr, ey. Willst du noch mal? Emmy! Was passiert? Oh, ich weiß auch nicht, ich habe gerade voll Angst bekommen. Was? Ich dachte gerade, der Pürierstab wäre in meinem Gesicht gewesen. Warum? Weil irgendwas so mich gekitzelt hat. Emmy, hör auf damit, das ist gefährlich. So Leute, die ganze Kacke kann jetzt erstmal ziehen. Jetzt müssen wir uns um den Deckel, also eigentlich um den Boden von unserem Bueno kümmern. Jetzt muss es nur noch so trocknen, dann haben wir den perfekten Boden. Wir haben zwar überhaupt nicht geguckt, ob es überhaupt die richtigen Maße hat für den Boden. Sieht wenigstens schön aus, ne? Das ist ja die Hauptsache. So Leute, unser Brei ist endlich abgekühlt und deswegen werde ich jetzt kosten.
Oh geil, schmeckt wie so eine richtig geile Nussfüllung. Jetzt geben wir unsere Mascarpone dazu. Aus was besteht Mascarpone nochmal? Aus Tomate und Fett. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt unsere abgekühlte Form und die sieht echt scheiße aus. Aber gleich machen wir die Füllung rein und dann sieht man nicht mehr, wie es aussieht. Ich mach einfach jetzt nicht. Emmy, du machst das gar nicht in die richtigen Arschkammern ja, rein. Ich seh doch auch nicht. Ja, aber die Leute müssen es doch sehen. Hey, guck mal, richtig Premium. Wir haben es geschafft, Leute. Dann müssen wir 12 Stunden warten. Naja, in einer Stunde wird es dunkel, krieg mal hin, ne? Wenn ich so mache und richtig doll mache, dann kommt so ein komischer Ton. Soll ich mal machen? Mhm. Das kann ich auch. Nee, das kannst du nicht. Aber das tut so weh, ey. Und es hört sich an wie so ein Esel. So Leute, wir sind jetzt endlich am finalen Schritt angekommen. Wir haben schon wieder hier eine neue Schokolade am Löwen. Hier der Bäschel, der kommt jetzt hier drauf. Guck es dir mal an. Das ist viel zu fett hier, die ganze Schäse. Was wir jetzt machen müssen, ist nur noch unsere Schokoladenschicht hier drauf und dann haben wir es geschafft. Jetzt heißt es Tiefkühltruhe Deluxe. Wir haben noch halbe Stunde, dann wird es dunkel. Also Power-Tiefkühl-Alarm jetzt hier. Okay Leute, wir haben es geschafft. Hier ist unser wunderschönes Bueno, was noch gar nicht so wunderschön aussieht. Und die große Frage aller Fragen stellt sich nun, wie kriegen wir dieses Scheißding aus dieser Form raus? Okay Leute, wir haben jetzt ganz kurz gerade unter heißem Wasser die Ränder ein bisschen angeschmolzen und jetzt versuchen wir das einfach umzudrehen. Kommt gar nichts. Soll ich nochmal unter heißem Wasser? Scheiße! Dieses blöde... Oh ja, wir haben es geschafft, Emmy! Hä? Wie ging das denn jetzt? Oh mein Gott, wir haben es doch noch, Leute! Es sieht zwar echt nicht schön aus, aber dafür immerhin nicht wie ein Scheißhaufen. Und das ist schon mal die halbe Miete. Okay, Leute, wir müssen jetzt erstmal unsere Kokons hier... Das ist jetzt nicht dein Ernst. Emmy! Du blödes Kamel! Du hast einfach den Arsch abgerissen. Ich habe den Mittelteil rausgebrochen. Boah, sieht das eklig aus, ne? Boah, hier sieht aus wie so eine richtige Kackparty hier. Okay, wir gießen drüber. Los geht's! Okay, wir haben alles, oder? Ja. Unser XXL Bueno war jetzt über 12 Stunden lang im Kühlschrank und es sieht nice AF aus. Ich finde, wir haben einen guten Job gemacht. Ja, Emmy, wie denn? Und jetzt müssen wir es nur noch verzieren wie ein Original Kinder Bueno White. Wir haben unser riesiges Kinder Bueno White fertiggestellt. Klatsch ein! Lasst uns die Scheiße anschneiden. Okay, los, komm, Max. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, wird's bald, Emmy. Ich hab nicht so viel Geduld. Oh mein Gott. Guck dir an, wie schön das ist. Emmy, das ist perfekt. Das haben wir noch nie geschafft. Der größte Moment ist gekommen. Wir werden nun in unser Bueno White reinbeißen. 3, 2, 1. Schmeckt schon wieder nach Tomate. Also es schmeckt nicht 100% wie ein Kinder Bueno White, es schmeckt eher wie eine Kinder Bueno White Torte oder sowas, ne? Ich finde, es schmeckt null nach Kinder Bueno. Doch. Naja gut, eigentlich nicht, aber... Leute, das war ein ganz, ganz schlimmer Dreh. Auch wenn es für euch ganz dolle lustig war, für mich hat es den letzten Nerv geraubt. Für mich war das Video auch sehr, sehr nervenaufreibend. Ach, war es das, ja? Oh Mann, Alter, dein Maul. Deswegen würden wir uns sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Nein, über den fetten Daumen, nicht ein Däumchen, sag mal. Schaut auf unseren Instagram-Accounts vorbei, wenn ihr Bock habt. Links sind in der Beschreibung. Und ja, dann würde ich auch schon wieder sagen, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald.